Und herzlich willkommen zu unserem MHP Deep Dive mit dem Thema SAP Analytics Cloud, das strategische cloud-basierte Tool der SAP zur Erstellung von Dashboards. Ich möchte Ihnen gerne unsere heutigen Referenten Christian Hauswald und Guido Hülskamp vorstellen. Mein Name ist Alessia Caracciolo. Ich arbeite bei MHP und freue mich, Sie hier alle begrüßen zu dürfen. Vorab noch ein paar Hinweise für Sie. Aus technischen Gründen sind Ihre Mikrofone auf stumm gestellt. Über die Chatfunktion können Sie aber während und auch nach dem Vortrag anonym Fragen an unsere Referenten stellen, die wir im Nachgang dann beantworten werden. Gerne können Sie Christian und Guido auch noch im Nachhinein kontaktieren, falls Sie noch offene Fragen haben. Eine Einsicht in die Unterlagen haben Sie im Nachgang über SlideShare und einen Videomitschnitt dieser Websession finden Sie in Kürze bei YouTube. Bevor es jetzt losgeht, würde ich Sie noch gerne über unsere kommenden Deep Dives informieren. Das ist einmal heute um 14 Uhr VR in der Produktion und am 12.12. Predictive Service auf Basis von IoT, präventive Reparaturen automatisiert durchführen, noch bevor Schäden entstehen. Jetzt übergebe ich das Wort an euch und wünsche nun ganz viel Spaß. Vielen Dank für die nette Einführung. Kurz zu uns. Mein Name ist Christian Hauswald. Ich bin jetzt seit 5 Jahren bei MHP und bin hauptsächlich Frontend-Entwickler. Das heißt, ich habe Dashboards entwickelt mit hauptsächlich Lumira, Webby und Crystal und schaue mir jetzt die neuen Entwicklungen von der SAP an, unter anderem natürlich auch SAP Analytics Cloud, den Analytics Designer, Digital Boardroom und Stories. Und wir wollen Ihnen heute da ein bisschen was drüber erzählen. Guido, müsst du auch ein paar Worte über dich sagen? Ja, schönen guten Tag von meiner Seite. Guido Hülskamp ist mein Name. Ich bin auch schon jetzt, glaube ich, seit 7 Jahren bei der MHP, auch in der Anwendungsentwicklung aus SAP Business Objects der Ecke und ich bin der Community Lead von der SAC at MHP. Dann steigen wir auch gleich ein. Was wollen wir heute machen? Ich möchte einen kleinen Vergleich zwischen dem Analytics Designer von der SAC und einer Story ziehen, dann noch einen Vergleich zwischen dem Analytics Designer und Lumira Designer, dem BO-Tool. Wir zeigen dann ein paar Demos am System, den aktuellen Entwicklungsstand und ziehen ein kleines Fazit und ein Wrap-up. Fangen wir auch direkt an. Einmal eine Application versus eine Story. Was ist eine Story? Story sind Sachen, die der Fachbereich, der Endanwender selber zusammenklicken kann. Die IT bereitet meistens eine Query vor, eine Reporting-Ad-Hoc-Query, die sich der Endanwender dann selbstständig in ein Dashboard einziehen kann und dort dann auch kleine Analysen erstellen kann. Meistens sind es kleinere Aufgaben oder kleinere Fragestellungen, wo es heißt, wie sind meine Umsatzzahlen von 2017 in Südostafrika gewesen? Also relativ einfache Abfragen, die der Endanwender mit wenig technischem Know-how selber visuell darstellen kann. Auf der anderen Seite, ganz rechts hier dargestellt, haben wir die sogenannten Applications. Das sind Dashboards, die meist über mehrere Wochen entwickelt werden, auch in Verbindung mit der IT und meistens auch mit externen Beratern wie uns, die erstellt werden, wo es um tiefere Analysen geht, die auch teilweise auf mehreren Datenquellen basieren, wo es einfach darum geht, ein Standard-Reporting für eine bestimmte Abteilung zur Verfügung stellen, die auch längerfristig genutzt werden kann. Ich habe unten jetzt nochmal die zwei altbekannten Tools dargestellt. Das heißt, auf der linken Seite sehen wir hier den Lumira Discovery, was das BO-Pendant zu einer Story wäre in der SAC. Und wir haben hier den Lumira Designer, was das Pendant ist zum App-Design, was wir heute zeigen wollen. Um das Ganze nochmal grafisch darzustellen, habe ich hier die beiden Entwicklungsumgebungen für BO mal dargestellt. Auf der linken Seite sehen wir Lumira Discovery, was das Story-Tool vom BO war. Wenn wir hier mal aufschauen, wir sehen, ich habe hier eine Datenquelle, die kann ich mir einfach reinziehen. Ich kann mir entscheiden, welche Chart-Darstellungsform möchte ich denn und kann hier noch zwei, drei Filter setzen und das war's. Das heißt, der Endanwender kann ohne IT-Kenntnis hier relativ schnell ein hübsches Dashboard zusammenklicken, um gewisse Fragen zu beantworten. Auf der anderen Seite haben wir hier den Lumira Designer, was in der SRC-Sprache App-Design wäre. Wir sehen auch hier wieder verschiedene Komponenten, die ich reinziehen kann. Aber wir sehen hier schon, habe ich eine gewisse Baumdarstellung, die sehr verschachtelt ist. Ich kann verschiedene Fenster dynamisch zu einem Zeitpunkt ein- und ausblenden. Habe hier noch Erweiterungskomponenten, in dem Beispiel Graphomate mit eingebunden, wo ich andere Visualisierungsformen wählen kann. Und natürlich, ich kann hier noch fleißig skripten. Das heißt, hier bin ich natürlich wesentlich mächtiger unterwegs, aber ein Fachbereich wird ziemlich schnell an ein Ende gelangen,
weil man muss dafür auch gewisse Programmierkenntnisse mitbringen. Also können wir sagen, wir haben auf der linken Seite so gesehen das Tool für den Endanwender, für den User und auf der rechten Seite an sich die Entwicklungsumgebung. Genau. Um das Ganze jetzt mal im Kontext zu stellen zwischen einem BO-System, dem Lumira Designer, und dem SAC-System, dem Analytics Designer, habe ich mir auch da mal ein bisschen Gedanken gemacht, oder was uns aufgefallen ist. Hier haben wir ein paar Punkte runtergeschrieben. Ich möchte jetzt wegen der Kürze der Zeit, weil ich auch noch was zeigen möchte, nicht alles vorlesen. Aber eins, was mir persönlich sehr ins Auge gestochen ist, ist dieses Data Source Konzept. Das wäre hier der zweite Punkt. Im Moment ist es so, bei Lumira habe ich die Möglichkeit, auf eine Data Source mehrere Charts drauf aufbauen zu können. Das heißt, ich binde eine Query ein und mache beliebig viele Charts und Tabellen auf genau diese eine Query. Beim Analytics Designer ist es Stand jetzt leider noch so, dass ich nur eine Quelle pro Komponente anbinden kann. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine KPI-Kachelansicht machen möchte mit 8 Kennzahlen, muss ich die Datenquelle auch genau 8-mal einbinden. Das heißt, die Daten werden auch genau 8-mal geladen, was natürlich Stand jetzt noch ein sehr großer Performance-Einbußen zu bedeuten hat. Die aber SAP hat aber... Data Source Konzept, Christian. Das Data-Source-Konzept ist aber angekündigt, dass das dann auch geht, dass man aus einer Quelle mehrere Komponenten bedienen kann. Genau, das zeige ich auch nachher noch auf der Folie. Da steht drauf in Zukunft, also wir haben leider noch keinen Zeithorizont genannt, aber die SAP ist sich des Problems bewusst und will das auch natürlich umsetzen, weil wir haben jetzt schon bei verschiedenen Kunden eben das Problem, dass die Daten, obwohl es relativ wenig Daten sind, das Dashboard relativ lang lädt. Also von relativ lang reden wir jetzt irgendwie bei 10 Sekunden. Aber wenn man mal bedenkt, es sind jetzt relativ kleine Komponenten, die wir bisher umgesetzt haben, auch kleine Applikationen. Wenn wir das mal nach oben skalieren, kann es schon böse werden, wenn wir da kein richtiges Data-Source-Konzept haben. Auf die anderen Sachen, wie gesagt, möchte ich jetzt groß gar nicht eingehen. Das sind dann Sachen, die mit der Zeit auch behoben werden sollen, laut SAP. Einen kurzen Vergleich. Ich habe hier zwei kleine Videos vorbereitet. Ich starte jetzt mal eins. Hier sehen Sie ein Lumira Dashboard. Sie kennen es wahrscheinlich schon von Ihren Unternehmen. Das heißt, wir haben hier verschiedene Schriftarten. Wir haben mit CSS was umgemodelt. Das Filterpanel slidet rein und raus. Bei den Icons haben wir einen gewissen Hover-Effekt. Das heißt, ich bin da ganz flexibel in der Art und Weise, wie ich ein Dashboard aufbauen kann. Ich kann wirklich in Lumira alles verbiegen, wie es mir beliebt. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt hier rüber gehe zu unserem Application Design, das war so der erste Versuch, der ist auch schon ein bisschen alt, gebe ich zu, da haben wir keinerlei Effekte, also wenn ich auch über die Icons drüber fahre, sehe ich nicht, dass da irgendeine Aktion möglich ist. Ich habe kein wirkliches Filterpanel, wie wir es gerade gesehen haben, sondern nur diese Filterline. Das ist gerade meine einzige Filtermöglichkeit in App Design. Das heißt, hier bin ich einfach noch, ich sag mal, in gewissermaßen eingeschränkt, was meine Gestaltungsspielräume angeht. Die Funktionalität an sich ist schon da. Also ich kann genauso die Charts reinziehen. Ich hatte jetzt hier die gleichen Charts drin wie in meinem BO. Nur die Darstellung an sich ist noch eingeschränkt. Und das ist auch, was ist uns aufgefallen, als wir dieses Dashboard gebaut haben, beziehungsweise was uns generell bei der SAC aufgefallen ist, während wir die Dashboards gebaut haben, habe ich ja schon gesagt, jedes Chart muss eine Data Source haben und genau eine, und ich kann auch nur eine Data Source pro Chart anbinden, weil eben noch kein Data Source Konzept vorhanden ist, was kommen soll. Aber was eben auch aufgefallen ist, diese ganzen Animationseffekte, wenn ich mit einer Maus irgendwo drüber fahre, wenn ich irgendwie ein Filterpanel auf und zu machen will, einfach was das Ganze ansprechend macht für den Endanwender, habe ich eben noch nicht so die Möglichkeit, weil im Moment gibt es noch kein CSS, bewusst noch in Klammer. Die SAP sagt, sie wollen es nicht machen. Einerseits auch verständlich, weil man damit auch vieles kaputt machen kann. Auf der anderen Seite, Unternehmen geben relativ viel Geld für ihren Markenauftritt aus und da sollte man auch die Möglichkeit haben, die Dashboards so gestalterisch zu erstellen, wie ich es als Unternehmen auch möchte. Und es wurde auch deutlich bei den Partnertests, da hat so ziemlich jeder Entwickler danach geschrieben, dass man doch bitte CSS-Funktionalität haben möchte.
Aber weil es eben so ist im Moment noch, wirkt diese ganzen Dashboards, die wir mit der SAC erstellen können, auch noch leicht rudimentär, möchte ich jetzt mal sagen. Die Funktionalität an sich ist noch da, ist schon da, aber man muss halt irgendwie Rücksicht nehmen, weil die SAP ja auch derzeit noch alles entwickelt. Kurz zum aktuellen Entwicklungsstand, eigentlich weswegen wir diesen Deep Dive heute machen wollten, um Ihnen mal zu zeigen, was wir denn schon alles damit machen können. Ich mache mal hier genau, das ist diese Roadmap-Folie von der SAP. Da sehen wir drauf, was schon geht, was, das ist jetzt die neueste Plan Q4, das war die neueste, die ich gefunden habe. Auf diese Funktionalitäten wollen wir heute eingehen. Das sind die neuesten Funktionalitäten, die die SAP jetzt im App-Design eingebunden hat. Wir haben jetzt hier zum Beispiel oben die drei Punkte, den Panel Container, Tab Strip und das Dynamic Layout. Das ist jetzt nichts, was dem Endanwender wirklich hilft. Das ist was dem Entwickler hilft, weil erst mit diesen drei Komponenten ist es, oder seit es die drei Komponenten gibt, ist es für uns Entwickler eigentlich möglich, ein vollwertiges Dashboard zu bauen, weil wir erst damit mehrere Seiten visualisieren konnten. Und zusätzlich möchte ich Ihnen noch das Bookmarking zeigen, was immer ein ganz beliebtes Thema bei Kunden ist. Und Theming. Theming ist derzeit die Antwort von der SAP auf das fehlende CSS. Und da springe ich jetzt auch direkt ab in unsere SAC. Man sieht es jetzt. So, dann gehen wir mal direkt auf eine Applikation. Also das hier ist jetzt unsere SAC, die wir bei uns von MHP aktuell genutzt wird. Wir haben hier im Endeffekt ist das, was Sie zu sehen, so eine Art BU-System in ganz großen Anführungszeichen, weil hier liegen alle Ihre Applikationen. Das heißt, ich kann jetzt hier unter Browse, kann ich auf Files gehen und sehe dann, kann dann auch zu meinen Applikationen navigieren. Ich habe mir schon welche vorbereitet natürlich und kann jetzt hier zum Beispiel meine Analytics-Application einmal im Design-Modus aufmachen. So sieht die Entwicklungsumgebung für die Entwickler aus. Wenn Sie bereits mal Luca aufhatten, werden Sie feststellen, es ist relativ ähnlich. Ich habe nämlich auch hier diese Baumdarstellung, wo sind meine ganzen Elemente versteckt. Ich habe hier oben noch ein Menü, wo ich was einbauen kann. Und auf der rechten Seite habe ich für jede Komponente mein Design-Panel, wo ich jedes Chart und jedes Element einzeln nochmal anpassen kann. Wenn ich das Ganze jetzt ausführe, ja, ich habe jetzt gar nicht was geändert, das wollen wir jetzt nicht speichern. Dann sehen Sie hier schon ein vollwertiges Dashboard. Es ist, wie ich schon gesagt, etwas noch rudimentär, weil wir können noch nicht so viel vom Styling her anpassen, wie es einem lieb wäre. Aber im Prinzip haben wir schon ziemlich alle Chart-Möglichkeiten, die man sich so vorstellen kann. Ich habe natürlich Balkencharts, Stapelbalken, Piecharts, alles, was das Herz begehrt. Und ich kann die Daten auch dementsprechend darstellen. Das Erste, was ich jetzt gerade gesagt habe, war TabStrip, was für die Entwickler sehr wichtig ist. Das ist eigentlich relativ simpel, aber es hat tatsächlich noch gefehlt. Das ist diese Möglichkeit, hier auf verschiedenen Seiten umzuschwenken. Warum ist es wichtig? Meistens haben Applikationen mehr als eine Seite. Und ich möchte ja auch mehr als eine Seite Informationen darstellen. Also muss ich ja auch die Möglichkeit haben, mehrere Seiten anzeigen zu können. Das Zweite ist dann eben diese, ja? Vorher war das ja immer sehr mühsam und lästig, sage ich einmal, wenn man dann eben solche Komponenten, wo diese Tab-Shifts noch nicht da waren, muss man immer die Grafiken oder die Komponenten übereinander legen und dann immer über Ein- und Ausblenden steuern. Von daher ist die Tab-Shift-Komponente schon sehr hilfreich. Das Schlimme war ja sogar noch zusätzlich, das hat sich ein bisschen angefühlt, wenn ich eine PowerPoint-Präsentation machen muss mit genau einer Slide, wo ich alles dann mit Animationen ein- und ausblenden muss, weil ich eben keine Möglichkeit hatte, die ganzen Komponenten während der Design-Time schon ein- und auszublenden. Das heißt, die waren alle überlagert. Wenn ich jetzt ans Unterste ran wollte, muss ich die auch wieder alle runterziehen, um dann das Unterste zu bearbeiten. Also für die Entwickler ist es jetzt eine ganz große Hilfe, wenn man größere Dashboards bauen will. Das Zweite, was genau in die gleiche Kerbe schlägt, ist der Panel Container. Das ist auch hier wieder, im Moment sieht man noch nichts, aber ich habe hier so einen Toggle-Button eingebaut. Wenn ich draufklicke, dann blendet sich dieser Container aus und der andere wird eingeblendet. Warum ist das so wichtig? Weil jede Funktion, die wir irgendwie einbauen, hat meistens dann irgendwie einen Container zugrunde. Das heißt, ich kapsel ja irgendwie meine Funktionalitäten.
Zum Beispiel auch, wenn ich jetzt hier wieder rübergehe, was ich eigentlich zeigen wollte mit diesem Dashboard, die Bookmarking-Komponente. Es ist jetzt nicht hübsch, gebe ich ganz ehrlich zu, aber dieser blaue Rand ist ein Container, den ich jetzt zur Design-Time ein- und auswerten kann, was eben vorher nicht möglich war. Was will ich jetzt mit Bookmarking zeigen? Bookmarking kennen Sie wahrscheinlich schon von Lumira. Es ist hier sogar noch ein Tick cooler gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt hier mein Dashboard. Ich filtere jetzt hier zum Beispiel nach einem Produkt. Das Ganze speichere ich mir jetzt als Bookmark ab. Gleich, was haben wir? IPA. Und speichere das Ganze. Jetzt ganz wie gewohnt. Es taucht auch sofort in diesem Dropdown-Menü auf. Wo ist jetzt der große Vorteil zu Lumira? Ich kann jetzt anders. Ich starte nochmal kurz diese Applikation neu, weil ich möchte ja ohne Bookmark das Ganze starten, um zu zeigen, dass das Bookmark auch funktioniert. So, wir haben jetzt wieder die gleiche Applikation offen. Ich lade jetzt die Bookmarks und sage, das IPA, was wir gerade angelegt haben, bitte einmal laden. Es geht ein neuer Tab aus. Und wenn alles geklappt hat, sehen wir gespeichert nach Product gleich IPA und die Werte sind auch entsprechend gefiltert. Soweit sie gut, das kennen wir von Lumira, ist jetzt nichts Besonderes. Was ist jetzt hier viel cooler meiner Meinung nach, ist einmal, ich kann nicht nur in einem neuen Tab das Ganze laden, sondern ich kann es auch im gleichen Tab laden. Es ist jetzt keine große Neuerung, aber für mich eine sehr große Erleichterung, weil, jetzt gehen wir mal weiter, ich bin Endanwender und habe irgendwie meine 5, 6, 7 Dashboards, die mich interessieren, bin aber jeweils nur für ein Produkt in diesem Beispiel verantwortlich, muss immer rein die Applikation starten und habe dann die normale Applikation offen und mein Bookmark offen. Das heißt, ich habe bei 5 Applikationen auf einmal 10 Tabs. So kann ich mir einfach schon als Endanwender das Ganze wesentlich übersichtlicher gestalten. Der Aufmerksame unter Ihnen wird schon festgestellt haben, wir haben hier oben in der URL direkt die Bookmark-ID mit drin. Bedeutet, wir können hier noch eine ganz andere Sache machen, was noch ein Tick besser ist im Vergleich zu Lumira. Ich kann nämlich jetzt hier in unserer SAC gibt es einen Reiter Analytics Bookmarks. In diesem Reiter sind alle meine Bookmarks, ich will nicht speichern, alle meine Bookmarks, die mich betreffen, aufgelistet, zentral an einem Ort. Das heißt, zwei Sachen. Einerseits richtig gut, erstmal ich habe alles zentral und ich kann auch direkt hier einfach draufklicken und das Ding geht auf, Product gleich Ember, gefiltert, läuft. Richtig gut. Aber hat auch einen Nachteil. Ich habe zwar jetzt alles zentral, aber ich sehe hier alle Bookmarks, die mir zugewiesen sind. Ich kann sowohl global als auch private machen. Das heißt, ich kann für Guido einen Bookmark anlegen, was er auch sieht. Wenn wir jetzt mal 20 Applikationen haben, jede Applikation wird von 20 Leuten genutzt, das kann schnell mal über 100 Bookmarks geben. Dadurch hat die SAP gesagt, okay, dann geben wir eine Suchfunktion. Ich kann jetzt hier einfach mal Lager eingeben. Dann sehe ich natürlich nur noch alle Bookmarks, die auf Lager sind. Was halt leider nicht geht, ich kann im Moment nur die Namen durchsuchen. Was noch fehlt, ist eben das Ganze hier. Also wenn ich jetzt hier nach Copy zum Beispiel suche, findet er erstmal nichts. Ich hoffe natürlich, dass die SAP hier noch ein bisschen aufbaut, weil diese Übersicht an sich ist top, wenn ich direkt nur für bestimmte Bereiche verantwortlich bin. Dann kann ich mir meine personalisierte Sicht über alle Applikationen zusammenklicken. Hilft mir aber nur, wenn ich natürlich eine Übersicht habe. Das heißt, ich hätte gerne noch zusätzliche Sortiermöglichkeiten, Gruppierungsmöglichkeiten. Da das aber alles auf UI 5 basiert und die SAP ja UI 5 pusht, bin ich auch guter Dinge, dass hier tatsächlich noch was kommt. Was wir hier brauchen, ist sicherlich eine Ordnerstruktur, die man dann später auch entsprechend über Berechtigungsrollen entsprechend steuern kann. Berechtigungsrollen auf jeden Fall und noch zusätzlich, dass ich das halt vielleicht wirklich in UI 5 Kacheln einbinden kann. Dass ich hier sage, diese Links möchte ich jetzt bitte in einer Kacheldarstellung haben. Weil die SAP ist ja auf diesem UI 5 Kachel Modus unterwegs, was hier natürlich auch unglaublich helfen würde, um wieder ein einheitliches Layout zu kriegen. Und vor allen Dingen hätte man dann einen Einstieg über ein Fiori Launchpad, ja. Korrekt. Was wollte ich noch zeigen? Das war es soweit erstmal zum Bookmarking. Es funktioniert schon richtig gut. Ich kann die Bookmarks speichern, löschen. Ich kann sie in neuen Tabs öffnen, in gleichen Tabs öffnen. Also die Bookmarking-Komponente ist viel, viel mächtiger als die alte Bookmarking-Komponente, auch im Hinblick von der Wartbarkeit.
Was hier zum Beispiel geht, diese ganzen Bookmarks werden nur als View auf diese eigentliche Applikation, als Link abgelegt. Das heißt, wenn ich mein eigenes Dashboard erweitere, sind die erweiterten Funktionen automatisch auch im Bookmark mit drin. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein anderes Chart nehme, das heißt, ich tausche das jetzt aus zu einem Liniendiagramm, speichere das, rufe mein altes Bookmark auf, dann sehe ich auch dort wieder ein Liniendiagramm, weil es nur ein Link auf diese Applikation ist. Das heißt, bisher war immer das Problem bei Lumira, wenn ich die Applikation weiterentwickelt habe, musste ich jedes Bookmark einzeln prüfen und bin mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit vor dem Problem gestanden, dass das Bookmark eben nur noch halb funktioniert, weil diese Komponenten ausgetauscht wurden. Das Problem wurde hier gelöst. Ich habe es noch nicht vollumfänglich getestet, aber die ersten Tests, die ich jetzt durch hatte, waren alle durchweg sehr positiv. Was will ich noch zeigen? Ich möchte noch einmal kurz die restliche Zeit nutzen, um auf das Theming zu sprechen zu kommen von SAP. Theming ist die Antwort im Moment der SAC auf das fehlende CSS. Ich habe mich am Anfang ehrlich gesagt noch nicht damit glücklich geschätzt. Ich kann mich so langsam damit anfreunden, auch wenn ich mir natürlich persönlich CSS zurückwünschen würde, was hoffentlich kommt. Theming, was bedeutet Theming? Ich kann hier für jedes einzelne Element, was ich hier reinsetzen kann, alles, was die SAP hier anbietet, ein Theme definieren. Das heißt, ich habe hier schon ein Quick-Theme gemacht. Wenn ich da jetzt auf Editieren gehe, kann ich alle Komponenten hier ansprechen. Das heißt, ich habe hier Tables, ich habe Textfelder und bei diesen ganzen Elementen kann ich den Hintergrund definieren, die Textart, die Größe, den Rahmen, aber eben nur bis zu einem bestimmten Grad. Was ich jetzt zum Beispiel nicht kann bei einem Shape, das wäre jetzt quasi Icons, ich kann nicht sagen, was soll denn passieren, wenn ich mit der Maus drüber habe. Also, dass zum Beispiel eine kleine blaue Linie unten erscheint oder ein Schatteneffekt kommt. Einfach was die ganzen Dashboards ansprechend machen würde. Ich habe die Hoffnung, dass das vielleicht sogar noch kommt, weil ich habe es durch Zufall entdeckt. Bei der Filterline kann ich nämlich einen Maus-Hover-Effekt definieren. Also habe ich die Hoffnung, dass das zufällig auch noch mit reinkommt, was dann der Zwang zu CSS wieder ein bisschen minimieren würde, weil ich weitere Animationen mit einbinden kann. Aber Stand jetzt ist das eben die Antwort der SAP. Man definiert hier einmal, wie das Dashboard auszusehen hat. Und dann kann ich jedes Dashboard einfach eben das Theme zuordnen. Das heißt, ich kann hier mein Audi, mein Daimler, mein Bosch, mein Unternehmens-Theme definieren mit den Farben, die ich möchte. Das lade ich in jeder Applikation und bin glücklich, weil alle Elemente sofort exakt gleich aussehen, was natürlich auch Entwicklungszeit war. Wenn ich das Ganze jetzt einmal starte, sehen wir erstmal ganz normal dieses schöne Himmelblau der SAP. Ich habe mir jetzt oben einen kleinen Pinsel hingestellt. Was mache ich damit? Ich tausche im Hintergrund per Skript das Theme aus zu einem, was ich angepasst habe. Sie werden gleich feststellen, ich habe den Maximalkontrast gewählt, Hauptfach schwarz. Das heißt, ich kann mit einem Klick alle Elemente einmal auf links drehen und kann das komplette Theme einmal laden. Hier habe ich jetzt wirklich im Theme alles auf schwarz gesetzt, was man schwarz setzen kann. Das Gleiche kann ich natürlich auch wieder zurückschalten. So, und jetzt sehen Sie schon, weswegen ich Theming mal vorgebracht habe. Unten ist es noch schwarz, oben ist es blau. Das funktioniert noch nicht so ganz, das Theming-Konzept. Wenn ich jetzt nochmal draufklicke, dann tauschen sich die Charts aus. Also, Theming an sich ist ein cooles Konzept, ist aber noch nicht ganz fertig. Wenn, ich habe jetzt noch die Hoffnung, dass eben noch weitere Erweiterungen hinzukommen, wie zum Beispiel Hover-Effekte, wie zum Beispiel Schatteneffekte, wie zum Beispiel weitere Möglichkeiten, Icons und Menüs ein- und ausblenden zu können, dann kann Theming wirklich ein Ersatz werden. Man weiß es aber Stand jetzt noch nicht. So, da wollte ich hin. Das haben wir jetzt gerade alles gesehen. Wir haben mal einen Container-Tab-Script. Dynamic Layout habe ich vergessen. Das möchte ich noch kurz rausholen. Dynamic Layout ist auch schnell gezeigt. Wir haben hier unsere Tabellen und unsere Charts. Und das ist jetzt völlig responsive. Das ist richtig gut gemacht. Das war auch immer ein Kampf bei Lumira, dass es wirklich responsive ist.
Man kann es bei Lumira mit den Grid-Containern auch ungefähr hintricksen. Das funktioniert dann auch bedingt ganz gut. Bei Tabellen ist es dann ausgestiegen. Das funktioniert hier auch super. Das heißt, ich kann Tabellen einsetzen und auch die werden dynamisch an der Größe angepasst. Und was hier noch viel, viel cooler ist an der Geschichte, ich kann meine Größenangaben nicht nur pixelgenau setzen, sondern auch in Prozentangaben. Was auch dem Entwickler unglaublich viel Zeit wieder spart, weil ich einfach hier sagen kann, dieses Chart hat bitte eine Breite von 50% von der kompletten Applikation und dann ist das auch gegessen, weil genau das macht dann die SAP auch. Also habe ich dann die Möglichkeit, sowohl auf Bildschirm darzustellen, über einen Beamer zu gehen, über mobile Endgeräte wie iPad oder iPad Pro, verschiedene Größen. Das heißt, das Responsive Design erkennt eigenständig, wie die Auflösung des Ausgabemediums ist. Genau, und du hast auch gerade einen echt guten Punkt eingeworfen, den ich sonst vergessen hätte, und zwar Beamer-Auflösung. Mit Lumira war es möglich, ich konnte sagen, okay, ich bin jetzt auf dem iPad, also mach das Ding auf dem iPad runter. Was Lumira aber nicht hingekriegt hat, war, ich bin am Rechner, stöpsel den Beamer ein, der noch eine Auflösung von 1024 Pixel hat. Weil ich war ja immer noch am Rechner. Ich konnte das Endgerät ja nicht identifizieren, weil ich die Auflösung nicht raufbekommen habe. Das kriege ich jetzt hier auch hin. Das heißt, ich kann jetzt hier auch noch zusätzlich die Auflösung rauslassen und sagen, ab einer Auslösung von 1024 Pixel, mache bitte das ganze Ding in grün oder drehe es auf den Kopf. Kann man dann alles einstellen. Also auch hier wieder, dadurch, dass es im Web ist und mit einer Web-IDE gebaut wird, wesentlich mächtiger und auch für alle Endgeräte geeignet. Sachen, die uns gut gefallen, die jetzt nicht auf der Roadmap waren, ist einmal ganz großes Lob an die SAP, der alte BO Explorer, beziehungsweise alt darf man nicht sagen, aber der BO Explorer ist auch in die SAP mitgewandert und sogar noch erweitert worden. Ich kann mit einem Klick auf den Chart den BO Explorer aktivieren. Was macht das? Ich klicke drauf, dieses Fenster, was Sie links unten sehen, geht auf. Und ich habe dann als Endpunkt die Möglichkeit, weitere Drillpfade zu definieren, die mich persönlich jetzt interessieren, die eigentlich vielleicht gar nicht vorgesehen waren. Das heißt, ich habe jetzt hier, sieht man, Measure Latitude und Longitude. Ich kann das jetzt nach Retailer, Retail Type und Title noch weiter filtern und kann mir unten dann sagen, das Ganze möchte ich jetzt bitte nicht als Bar Chart, sondern als Pie Chart haben und kann mir das Ganze dann per Excel rauslassen und kann dann wieder zur IT gehen und sagen, hey, diese Ansicht wäre für mich eigentlich viel logischer. Das heißt, da ist auch der Fachbereich in der IT viel enger verzahnt und kann zusammenarbeiten, um die Dashboards peu à peu weiter zu verbessern. Damit haben wir dann auch damit haben wir auch die Möglichkeit, dann entsprechend das Verlangen der Fachbereiche nach Self-Service, nach Ad-Hoc-Reporting wirklich gut zu befriedigen, weil wir sagen können, wir können von der Organisation, von der IT her Queries zur Verfügung stellen und diese Queries können dann völlig frei entsprechend dort in dem Explorer benutzt werden. Zusätzlich haben wir noch die Dynamic Text, da bin ich so super gestolpert, was ich richtig gut finde. Wenn ich irgendwie, bin jetzt rechts, hallo Christian Hauswald, heute ist der 5. Dezember. Alles, was fett markiert ist, sind dynamische Variablen, die ich einfach nur per Drag and Drop reinziehen muss. In Lumira muss ich alles per Skript machen. Das heißt, ich gebe mir das Süddatum aus dem BW und programmiere mir das so rein. Das ist nicht viel Aufwand, aber es ist ein gewisser Aufwand. Hier ist es einfach nur Drag and Drop. Und der letzte Punkt, die Innerheit, ist das, was wir schon angesprochen haben. Ich kann jetzt wirklich die aktuelle, reelle Auflösung einer Applikation rausholen und kann eben darauf entsprechend reagieren und kann sagen, wenn du 1024 bist, dann mache bitte die Charts untereinander und nicht rechts nebeneinander. Aber überall, wo es gute Sachen gibt, gibt es auch noch Sachen, die noch nicht so gut sind. Wir haben einmal gesehen, das Theming-Konzept, das greift noch nicht zu 100%, da muss die SAP noch nachschärfen. Wir haben für die Entwickler dieses Design-Panel, was ich am Anfang gesagt habe, was rechts ist, das ist für Entwickler ziemlich nervig, wenn wir Elemente auf der rechten Seite bearbeiten wollen, weil dieses Design-Panel schiebt sich immer über unsere derzeitige Entwicklung. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie ein Icon pixelgenau verschieben möchte, dann sage ich, okay, mach die 10 Pixel von rechts, Design-Panel ausblenden, ah ne, passt noch nicht, Design-Panel einblenden, mach 12 Pixel von rechts, Design-Panel ausblenden, passt nicht, einblenden und so weiter, was diese ganze Entwicklung im rechten Bereich ziemlich nervig macht. Da würde ich mir wünschen, dass es einfach ein Panel gibt, was ich abdocken kann oder woanders hinschieben kann. Und die SAP hat jetzt die
Analytics Designer in Pixel Perfect umgestellt. Davor war es nur rasterbasiert. Ist schon eine wesentliche Verbesserung. Aber ich kann nur Elemente machen mit einer Größe nicht kleiner als 32 Pixel. Warum? Eigentlich logisch, weil Elemente kleiner als 32 Pixel kann ich mit meinem Finger an einem Touchgerät nicht mehr klicken. Der Gedanke ist gut. Problem ist, es gibt halt teilweise auch gestalterische Aspekte, warum ich Elemente mache, die kleiner als 32 Pixel sind. Einfach nur, weil es ein Info-Icon ist, was ich vielleicht gar nicht klicken will. Aber einfach so ein kleines Filtersymbol, wo ich dann weiß, ach ja, guck mal, da versteckt sich mein Filter drin. Das heißt, da wäre es eigentlich schön, wenn ich als Gestalter, als Applikationsgestalter die Freiheit hätte, mir die Größe selber zu definieren und hoffentlich weiß, was klein genug ist und was die Endanwender brauchen. Als Fazit oder Wrap-up können wir eigentlich auf den Weg geben. Vieles ist im App-Design noch umständlich, auch zum Beispiel mit diesem fehlenden Data-Source-Konzept, weil ich wirklich die Data-Source auch noch nicht direkt ansprechen kann. Ich muss über das Chart gehen und sagen, liebes Chart, hole mir deine Data-Source und jetzt möchte ich die Data-Source bitte editieren. Es gibt Sachen, die sind buggy, man stößt halt immer irgendwie ans Ende, wie zum Beispiel beim Streaming, aber die Richtung ist ein ganz, ganz, ganz klar richtig. Also was die SAP da macht, die SAP hat nicht gesagt, okay, wir nehmen Lumira Designer und portieren das einmal ins Web. Nein, sie entwickeln das Ding von Grund auf neu. Und diese Funktion, jede Funktion, die sie jetzt wieder reinprogrammieren, hinterfragen sie auch nochmal, wie wir beim Bookmarking gesehen haben. Sie erweitern die Funktion und stellen fest, Sachen, die bei Lumira nicht so gut waren, die machen sie jetzt einfach richtig. Und was natürlich auch schön ist, ja, Guido? Also ich würde hier auch nochmal gerne betonen, also es ist wirklich, die Richtung stimmt absolut. Auch für die Kunden, auch für unsere Zuhörer muss man auch nochmal deutlich machen, dass die SAP hier wirklich massiv Entwicklungskapazitäten auf das Thema SAP Analytics Cloud setzt. Es sind mehrere tausend Entwickler mittlerweile weltweit in vielen Teams unterwegs, die da auch zusammenarbeiten. Und es gibt eben, es ist eine agile Vorgehensweise, es gibt relativ kurze Sprints, also die Zyklen sind auf 3 Wochen der Entwicklung. Wir als Partner und Partnertester bekommen alle 3 Wochen neue Features geliefert und da sieht man wirklich, dass bei der SAP mit Hochdruck an dem Thema SAC gearbeitet wird und dass da in den nächsten Monaten, in den nächsten Quartalen viele, viele Dinge hinzukommen werden, so dass wir wirklich sagen können, dass wir das Produkt jetzt mittlerweile wirklich vollum empfehlen können. Wir können damit unsere Dashboards bauen. Natürlich sind immer Kleinigkeiten, die wir auch kritisch hinterfragen sollten, die wir auch an die SAP weiterleiten. Und wenn Sie da Punkte haben, Wünsche und Punkte, sprechen Sie uns gerne an. Wir leiten das auch gerne weiter. Wir haben guten Kontakt zur SAP und wir zeigen Ihnen natürlich auch gerne unsere Erfahrung mit der SAC in Ihrem System. Dann sind wir auch schon beim Ende angekommen. Guido hat eigentlich ein schönes Schlusswort gebracht. Wenn Sie Fragen haben, können Sie natürlich jederzeit auf uns gerne zukommen. Auch wenn Sie jetzt noch Fragen haben, können Sie die gerne im Chat schreiben oder auch, ich glaube, Sie werden gleich nicht mehr stumm geschaltet sein. Sie können Sie auch direkt fragen. Wir sind hier. Einfach gerne Fragen stellen. Genau, dann sage ich jetzt schon mal vielen lieben Dank an unsere Referenten für den spannenden Einblick in das Thema und natürlich auch vielen Dank an unsere Teilnehmer. Es sind jetzt aktuell keine Fragen reingekommen. Sollten Sie noch welche haben, können Sie sich, wie gesagt, direkt an Christian und Guido wenden oder auch an unsere E-Mail-Adresse deepdive@mhp.com. Jetzt nochmal der Hinblick auf unsere nächsten Deep Dives. Das ist heute um 14 Uhr einmal VR in der Produktion, der Einsatz von VR und AR in der Produktion und in der Qualitätssicherung und am 12.12. Predictive Service auf Basis von IoT, präventive Reparaturen automatisiert durchführen, noch bevor Schäden entstehen. Ja, nach dem Deep Dive werden Sie jetzt jederzeit Zugriff auf die Präsentationsunterlagen haben und als Videomitschnitt werden Sie das Ganze bei YouTube finden. Schauen Sie doch da gerne mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Dort haben wir für Sie in unserer Deep Dive-Playlist interessante Videos für Sie hinterlegt. Damit würde ich jetzt den Deep Dive schließen, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und freue mich auf den nächsten Deep Dive mit Ihnen.